Dating heutzutage ist wirklich fake und oberflächlich. Nicht bei mir. Dass ich offener kommuniziere, wie es mir geht. Wie schaffst du an dem? Wie war eigentlich deine Kindheit? Wärst du offen für eine Polyamore-Beziehung? Die Paartherapeutin Ramona und ich helfen dir, richtige Fragen zu stellen. Ihr habt so ein bisschen Helfersyndrom, habe ich den Eindruck. Welche drei Gegenstände symbolisieren deine Vergangenheit, dein aktuelles Ich und deinen Zukunftswunsch? Was ist mit dem Stinkekäfer servieren? Und weil ich natürlich möchte, dass das sicher funktioniert und alle Probleme von Anfang an besprochen werden, findet das allererste Date bam, direkt bei einer Paartherapeutin statt. Dein Papi hat therapeutisch absolut recht gehabt. Und so geht Deep Dating. Stell dir vor, du hast einen Crush. Dann habt ihr das allererste Date und das Date findet bei einer Paartherapeutin statt. Haha, musst du dir nicht mehr vorstellen, weil wir machen genau das. Wir haben hier eine Paartherapeutin. Hallo Ramona. Hallo Gülşah. Wir haben hier eine Single Lady. Hallo Laura. Hoi Gülşah. Du wirst jetzt drei andere Single Ladies hinter dich gesetzt bekommen, wo du nachher mit Hilfe der Ramona quasi darfst aussuchen. Und dann habt ihr im zweiten Teil von dieser Sendung ein wirkliches Date mit der Ramona und dann findet sie verschiedene Sachen raus. Also was ist für dich eine sogenannte Red Flag? Ja, ist schwierig. Also ich denke mir etwa die einen Hund. Wenn die Person einen Hund hat? Ja. Okay, kein ja. Hund? Ja, weil ich habe eine Katze und darum weiss ich nicht so. Und es ist so, Hunde-Ladies sind immer ein bisschen anders als Katzen-Ladies. Ich möchte das kurz noch mal zu dir spielen, Ramona. Als Therapeutin ist es so, dass es Hunde-Ladies gibt und Katzen-Ladies. Siehst du das auch bei dir im Sitzungszimmer? Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so beurteilen. Ich habe aber auch schon Leute gehabt, die Tiere mitgenommen haben, also Hunde, aber Katzen noch nie in der Praxis. Wäre vielleicht auch mal spannend. Jemand, der Katzen so ein Bändchen mitnimmt. Würdest du das machen? Ich bin mit ihr spazieren, ja. Okay, gut, Laura. Also, toi, toi, toi. Du hast Katze heute nicht dabei, aber ich habe drei Katzen für dich dabei. Badum. Ich meine das mit wirklich sehr viel Respekt. Bist du bereit? Yes. Für die Zukunft? Ja, voll ready. Von deiner Liebe? Ja, absolut. Liebeszukunft? Ja, das mega. Wir holen unsere erste Kandidatin rein, und zwar die Lea. Komm in meine Arme. Hallo, Lea. Hi, wie geht's? Tipptopp, bin ein bisschen aufgeregt, aber sonst gut. So soll es sein. Das ist dein Stuhl. Gut. Wie fühlst du dich? Bin mega gespannt, wer da dahinter steckt. Dann gehen wir weiter mit der nächsten Person, und zwar hole ich Nadja. Willkommen. Komm an meinen Busen. Setz dich, der Wittlerstuhl gehört dir. Merci. Wie geht's dir? Ein bisschen nervös. Wo wärst du sofort verliebt? Also sofort verliebt, das glaube ich bei mir ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube einfach, ja, wenn es vom Charakterlichen her stimmt und wenn du gut zusammen kannst kommunizieren, finde ich. Ich zum Beispiel bin immer sofort verliebt, wenn jemand einen Dutt hat. Dort bin ich gerade BÄM! Wir holen noch die dritte im Bunde rein, und zwar Samira. Hallo! Hi! Hi, wie geht's? Gut, und dir? Ganz gut, du darfst hier sitzen. Wie hast du dich vorbereitet auf heute? Nicht gross. Meine Antinervös-Therapie war mein Make-up. Dem kann ich schön versinken. Sehr gut. Ja, da bin ich einfach ein bisschen mit dem beschäftigt und habe mir mehr um mein Gesicht Gedanken gemacht, als um das, was da passiert. Ich habe mir ja Gedanken gemacht, dass ihr die Liebe findet. Die Laura wird zusammen mit der Ramona jetzt euch mit Fragen löchern. Ich bin in der Nähe. Ich werde das beobachten. Es ist mir ein Anliegen, dass das noch auch zustande kommt. Und ich werde da dann vielleicht auch ein-, zweimal so eine Frage hineinstellen. Sind ihr ready? Yes. Dann gehe ich jetzt und überlade Ramona. Vor dir hast du, Laura, 9 Gegenstände, die sie mitgebracht haben, die relativ viel über sie verraten werden. Als erstes darfst du, Laura, mal so ein bisschen schauen, was dich am meisten gerade anmacht, um mehr darüber zu erfahren, von diesen Gegenständen. Das demolierte Auto. Ich frage mich, ist das ein Zeichen, ob sie vielleicht einmal einen Unfall hatte oder so?
Also was vielleicht in der Vergangenheit so sein könnte. Ja. Oder ob sie einfach vielleicht mit Autos früher gespielt hat. Das Auto symbolisiert meinen Autounfall, den ich letztes Jahr hatte. Ja, wir waren in der Ferien, in Italien, in der Toskana. Und dann sind wir mit dem rechten Vorderrad so wie in einem, ja, wie sagt man denn? So einem Loch? Oder? Ja, genau, so wie hängen geblieben. Dann hat sie uns einmal umgeschleudert und dann aufs Dach gefitzt. Okay. Als sie so umgeschleudert haben, also habe ich gedacht, jetzt ist es vorbei. Krasse Scheiße. In dem Moment hast du einfach nur noch die Augen zugemacht und gar nicht mehr gedacht, weil du hast nicht gewusst, was passiert jetzt. Und ja, das war einfach so ein Erlebnis für mich, so wie schnell das, eigentlich das Leben kann vorbei sein kann. Und seitdem schätze ich einfach viel mehr alles, was ich habe. Jackie, ja. Das war so ein Tag, wo mich wieder so ein wachgerüttelt hat. Von einem negativen Ereignis zu einer positiven Einstellung sozusagen. Ja. Schwierige Geschichte, aber irgendwie noch eine schöne Bedeutung am Schluss, ja, oder? Genau. Ja, genau. Fährst du jetzt gleich noch Auto? Weil es ist ja gleich einmal so ein prägender Moment, wo einem irgendwas wieder vielleicht eine gewisse Zeit aufhaltet. Am Anfang habe ich gesagt, ich gehe nie mehr in ein Auto rein, weder als Beifahrer noch fahre ich selber. Und dann hat aber mein Papi mir gesagt, wenn du jetzt aufhörst mit Autofahren, dann wirst du es nie mehr machen. Mhm. Und ja, dann habe ich gerade wieder angefangen. Sehr mutig, aber dein Papi hat therapeutisch gesehen absolut recht gehabt. So gut. Mit was machen wir weiter nach dieser ersten schwierigen Geschichte? Ja, schwierig. Deutsche Sprache ist schwere Sprache. Ist da vielleicht ein bisschen Streber? Deutsch Streber oder so? Ja, Nadja, wieso bringst du ihn du denn? Tatsächlich nichts mit Deutsch generell, es geht ein bisschen um Kommunikation. Es geht ein bisschen darum, dass das gerne etwas ist, was ich an mir verbessern würde. Was so ein bisschen auch in den letzten Beziehungen so ein bisschen ein Ding war. Dass wir von beiden Seiten aus nicht angesprochen worden ist, was so richtig das Thema ist. Da sehe ich Orange Flag, wenn jemand nicht gut kommunizieren kann. Oder wie es einem gerade richtig geht und dass ich das gerne so ein bisschen auch für die weiteren Beziehungen an mir verbessere, dass ich offener kommunizieren, wie es mir geht oder was mich gerade beschäftigt. Da habe ich eine Anfrage. Nadja, wie genau machst du das? Also wie schaffst du an dem? Einerseits bin ich psychologische Therapie. Sehr gut. Love that for you. Andererseits probiere ich das auch wirklich im Alltag, mir bewusster zu werden, hey, mir geht es jetzt gerade so und so und beschäftigt mich in dem Sinne jetzt gerade so sehr, dass ich da wie gerade Kommunikation, also eben das Gespräch muss suchen. Oder ist das wirklich etwas, was ich zuerst mit mir ausmachen muss, meine Emotionen zuerst, oder meine Gedanken zuerst muss sammeln und erst dann das wie ansprechen. Also dann bist du eher eigentlich eine ruhige Person? Ja. Introvertiert? Ja. Ah. Finden Sie das gut? Finden Sie das schlecht? Unsicher? Ist das für dich auch schwierig, Laura, oder eher nicht? Ja, also ich rede halt schon viel. Also, ja, bist kommunikativ. Ja, ich bin kommunikativ und extrovertiert und ja. Ich bin auch eher, wie Nadja, eher introvertiert bin ich. In einer Beziehung eigentlich bin ich recht offen. Recht offen. Ja. Darum, Kommunikation ist mega wichtig. Ja. Also, das ist jetzt etwas, was mir wirklich mega wichtig ist. Ja. Also, dass auch die andere Person kommunizieren tut und dass ich auch natürlich ein bisschen abschraube mit meiner Kommunikation. Ja. Genau. Ja. Es sind nicht so viel labern. Aber jetzt rede ich schon wieder zu viel. Nein, du redest nicht zu viel. Laura? Das ist super. Einfach raushauen. Ja, was meinst du, Laura, wenn wir mal weitergehen? Ja, links der Stinkekäfer. Was ist mit dem Stinkekäfer, Samira? Das ist kein Stinkekäfer, das ist ein Skarabäus. Entschuldigung, was ist ein Skarabäus, Laura? Wirklich, du bist also... Bist du Barbarin oder was? Das weiss man doch. Aber die stinken, die... Skarabäus, das ist etwas Schönes. Weil ich habe das von meinem allerbesten Freund, von Mauro, geschenkt gekriegt. In einer Situation, in der es mir gerade nicht so gut gegangen ist. Und so. Er hat gesagt, schau das an, als wäre das ein Teil von dir. Sei lieb zu dem, sei lieb zu dir. Schau gut auf dich. Und wichtig ist mir halt auch, jetzt zum Beispiel in Bezug auf kommende Beziehungen oder so, dass ich mich halt selber nicht aufgebe. Weil das, zu dem tendiere ich eben relativ schnell. Ich bin einfach ein Mensch von Natur aus, der sehr, sehr viel gibt.
Ich erwarte nicht das Gleiche zurück, aber halt einfach so ein bisschen. und dass halt so ein bisschen das Gleichgewicht da ist von Geben und Nehmen. Ja. Ich habe so Resonanz bei dir gesehen, Laura. Ja, ich bin ähnlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, sind die, also, ist das ein Match, Samira und Laura? Ist das... Ich hatte eine Beziehung, wo ich recht krass das Gefühl hatte, das ist so voll der Mensch. Mhm. Und mich wirklich in das irgendwie reingezogen habe. Mhm. Also jetzt im Nachhinein muss ich sagen, es hat sehr viele Red Flags gehabt. So. Mhm. Ja. Gell, wenn man so viele Red Flags sieht und aber trotzdem zusammenbleibt, dann ist das fast ein bisschen Selbstsabotage, oder? Ja, voll. Weil man seinen eigenen Wert eigentlich völlig unter den Mauern lässt. Ja. Wenn man sich selber nicht wichtig nimmt und sich selber sabotiert, dann tut man ja wie seine eigenen Ziele, seine eigenen Werte oder Bedürfnisse total negativ beeinflussen. Und vielleicht kann man so ein bisschen als Leitfrage mitnehmen, wenn man in so einer Selbstsabotage, wenn man in so einem Teufelskreis drinsteckt, immer wieder so die Frage, ist das jetzt hilfreich gerade für mich, wenn ich so und so denke? Und meistens kommt man ja dann zu der Antwort, nein, ist es nicht. Und sobald man das merkt, dann wie umzuschalten. Ablenkung und etwas anderes machen, um aus dem Teufelskreis rauszukommen. Ich sehe immer so ein Nicken hinten dran von der Samira. Ich glaube, sie fühlt sich total wiedererkannt in diesem Thema. Ja. Weißt du etwas? Wir machen weiter mit dem Hundehalsband. Ins Gewiss, Gülschu. Ja, Lea. Zuerst habe ich eigentlich gedacht, vielleicht ist es auch ein bisschen richtig in Kink. Eine Katze, was? Ich habe einen Strassenmischling von Ungarn. Wir können nur zusammenkommen, wenn der Hund weg ist. Ist der Hund genug alt, kann man den schon langsam einschläfern. So, das müssen wir doch jetzt gerade fragen. Links der Stein. Ich habe den Stein von meiner Mami damals geschenkt gekriegt auf die LAP. Und somit soll es halt auch so ein bisschen die Beziehung zu meiner Mami symbolisieren. Es ist mir sehr, sehr wichtig. Auch wenn wir uns nicht mehr so viel sehen, weil ich bin in Davos aufgewachsen. Davoserin? Ja, von wo bist du? Von Valendas. Ah, wirklich? Kennst du das? Ja, sicher. Ist es schon genug zum Stein für dich? Oder ja. Gibt's noch? Ja. Ich gebe den anderen auch noch ein bisschen Zeit. Sorry, Samira. Es hat mir da schon herzliche Augen-Emojis bei der Laura. Nadja, du wirst wahrscheinlich Fußball spielen, stimmt's? Ein bisschen, ja. Seit wie vielen Jahren? 20. Oh, das ist doch hot. Das holt mich ab. Holt das Laura auch ab? 20? Wow. Also ich habe mit 5 Jahren angefangen. Krass. Also meine Jugend war eigentlich praktisch nur Fußball. Darum hat es einen recht grossen Stellenwert in meinem Leben. Ich bin ein bisschen am Zurücksetzen. Aber ich mache es immer noch mega gerne. Gesächtest du dich in dieser Spielerinnen-Frau-Position, Laura? Hot or not? Ja, hat schon etwas von hot. Kinder ist bei mir ein No-Go. Aber so, wenn jetzt Kinder so in der Familie sind? Mir fehlt das Muttergehen, der Instinkt, um zu sagen, ein Kind ist herzig. Oh, es hat gut angefangen. Und pam! Hallo! Wir haben alles herausgefunden, he? Jetzt wissen wir alles. Jetzt, wir möchten wir wissen, mit wem dass du den zweiten Teil der Sendung bestreiten willst. Und zwar ein exklusives Date. Wieder bei dir, Ramona, bei deiner Paartherapeutin. Weißt du schon, hast du das Bauchgefühl, wer das du nimmst? Ja, Witz. Gut, dann kannst du uns das sagen. Wer schon? Wird. Okay, sorry für die anderen zwei. Aber, Samira. Samira! Dramatisch. Es war mega spannend, um diese Enthüllung quasi zu sehen. Und, ja, sie ist super sympathisch auf jeden Fall. Hoi, Nadja. Lea und Nadja sind so recht feine Personen so für mich so übrig. Und Samira ist so richtig damn, jetzt extrovertiert. So. Und dort habe ich aber dann halt schon dort gemerkt, also haben wir voll so den Match eigentlich so gehabt. Ja. Jetzt würde ich sagen, ich nehme mal mit hinterher und lasse die zwei allein. Und dann dürfen die noch mal eine Stunde mit der Therapeutin plaudern. Du hast vorher das Thema angesprochen, Laura, so, sich nicht so verlieren in einer Beziehung, dass du das nicht mehr so möchtest. Ich habe so etwas im Hinterkopf, Laura, dass du mal eine Geschichte gehabt hast mit einer Ex-Freundin, wo das auch ein Thema war. Ja. Also es war recht wüst auseinandergegangen, weil sie etwas mit einer Kollegin von mir hatte. Juicy shit. Meine Ex hat halt mit mir noch zusammen gewohnt und es war halt auch recht schwierig, so mit Wohnung finden. Und wir haben dann am Anfang so ein bisschen so wie, ja gut, wir
Schauen wir mal, wie wir eben weitergehen. Bei mir ist der Druck dann eher gekommen, als ich dann nachher eine andere Person, also eine andere Frau kennengelernt habe. Und nachher von der halt dann auch ein bisschen Druck war, so von wegen Red Flag, oder? Du wohnst schon mit deiner Ex zusammen. Ich bin halt nicht der Mensch, so, um jemanden rauszuschmissen und so. Ja, ich bin einfach zu lieb. Also, das haben mir eigentlich alle Freunde und Kollegen gesagt. Du bist es nicht. Jetzt interessiert es mich, Samira, wie das bei dir ankommt, die Geschichte. Oder was dir durch den Kopf geht. Also es ist, ist heftig, ja. Also, ja, ich hätte wahrscheinlich ähnlich gehandelt wie du, denke ich mal. Ja, das mit dem Zusammenwohnen und dann quasi das Beenden, das kenne ich so ein bisschen. Auch mit meinem ersten Freund, also ich bin Pan. Pansexuell heisst, wenn es keine Rolle spielt, was gegenüber fürs Geschlecht hat, sondern man verliebt sich einfach in Menschen. Mein erster Freund ist damals bei mir und der Kollegin in der WG eingezogen. Riesen lange Story gsi, wo beide ihre Probleme hatten und ich so quasi wie der Savior gsi bin. Oder für halt beide? Ja, für beide. Sie haben recht viel beide Probleme gehabt. Und ich bin so, hey, ich kann so zusammen, jetzt geht es uns gut und jetzt ja. Und eben an dem bin ich wie selber einfach kaputt gegangen, weil ich habe nur noch für die zwei geschaut und gemacht und tue. Jetzt habe ich so ein bisschen die Hypothese im Hinterkopf. Ihr habt beide so ein bisschen das Helfersyndrom, habe ich den Eindruck. Würdet ihr das bestätigen? Absolut. Ja, absolut. Ja, das habe ich schon sehr oft gehört. Okay, du auch, Samira? Definitiv, ja. Wie kommt jetzt das, wenn zweimal ein Helfersyndrom aufeinander trifft? Ja, wahrscheinlich. Ich probiere mit man beide irgendwas wie ein Opfer zu finden, wo man ihnen helfen kann. Ja, ich weiß auch nicht. Also eben, es kann nicht einer alles geben und der andere steht dort und nimmt. Nur das geht nicht, an dem gehst du kaputt, oder? Und deswegen, vielleicht eben, wenn beide das Helfersyndrom haben, eben, ausser wir helfen uns dort, wo wir es gerade brauchen, und dann ist es auch wieder irgendwie ausgeglichen. Ja, eben, wenn du eigentlich auf dieser Basis, dann bist du eigentlich wie auf der gleichen Ebene. Ich habe das Gefühl, ihr vermeidet da beide so ein bisschen das Thema, ob das könnte Reibungen geben. Jetzt gehen wir davon aus, ihr trefft euch zu einem Date. Wie entscheidet man dann überhaupt, was man macht an diesem ersten Date, wenn beide so konzentriert sind, wie passt es den anderen? Sehr gute Frage. Und ihr getraut euch beide gar nicht, um etwas zu sagen. Da sind wir eben bei der Vermeidung. Ja, das ist eine gute Frage. Um niemanden irgendwie verletzen, wahrscheinlich. Ja, natürlich fragen, was hast denn du Lust zu machen? Was denn du? Willst und du dann sagen beide, was will für dich stimmen? Mir ist es egal. Ja, genau. Gut, ich glaube, ich wäre dann schon mal so, dass ich, gut, dann machen wir das. Okay. Ich glaube, das würde ich dann was schon mal sagen. Was wäre dein Vorschlag? Wenn man sich schon mal sieht, wie jetzt mir, dann würde ich gerne meinen dritten Gegenstand noch ins Spiel bringen. Toll. Und, absolut toll. Das ist in dem. Disneyland. Nein. Es ist die Euromaus. Ah, Europapark. Ja. Oh Gott. Gehst du auf Savanna? Nein, eigentlich bin ich mehr dort, keine Ahnung, chillen. Der Europapark ist einfach mein Happy Place. Ich finde, ein Date im Europapark, das ist einfach so vielfältig. Du siehst, hat eine Person Angst vor etwas Neuem. Eben, angenommen, bist du noch nie eine Bahn gefahren oder eben, du machst es nicht gerne. Bist du denn so bereit, um deine Angst zu überwinden? Oder eben, machen wir etwas ganz anderes? Weil es gibt so viel, was du dort machen kannst. Es ist so grenzenlos. Laura is not convinced vom Europapark. Laura, wärst du da dabei überhaupt? Europapark? Ja. Ich bin keine Ahnung, vor weiss ich wie viele Jahren das letzte Mal im Europapark war. Also, ich bin jetzt vor 2 Wochen oder so bin ich auf einer so einer Bahn mit meinen Nichten, wo mit dem Flüger und dann geht so auf und runter. Das ist schon okay. Aber also, nein, ich habe eigentlich Angst. Keine Ahnung, Angst vor diesen Bahnen. Wir tun das Freizeitpark hier mal abschliessen, weil ich habe eine Frage an Ramona. Ja. Was gibt es denn für Möglichkeiten, für Tricks, für Tools, zum Lernen für sich einstehen und zum Lernen zum Beispiel Nein sagen? Haben Sie das schon mal geübt? Jein. Zum Beispiel habe ich vor keine Ahnung wie langer Zeit mir selber eine Regel eingeführt, dass ich nur noch 3 Mal in der Woche abmache am Abend. Und der Rest ist Me-Time. Weil sonst bin ich viel zu viel unterwegs und kann nicht mehr studieren. Wie geht es mir überhaupt? So, und ja, also das würde ich schon sagen, dass das so in die Richtung geht. Zum Nein sagen. Nein sagen kann man sicher üben, indem dass man das
in ganz kleinen Situationen anfangen zu machen. Also nur schon, wenn man zum Beispiel beim Arbeiten ist, in der Pause überfragt, kommst du auch einen Kaffee trinken und ich merke, nein, jetzt gerade eigentlich nicht, dass ich dann sage, nein, ich bleibe jetzt gerade da. Und wichtig auch ohne Rechtfertigung, nicht immer gerade eine Rechtfertigung mitschicken. Und üben so viel, wie es geht, in jeder möglichen Situation. Natürlich, wenn es einem Bedürfnis entspricht. Und dann mit der Zeit auch ausweiten auf grössere Situationen, die vielleicht mehr Bedeutung haben. Ja, eben, man rechtfertigt sich eigentlich immer. Immer, ja. Wenn man irgendwie sagt, man will etwas nicht oder so, dann geht man gerade in den Schutz rein. So, es ist dann der Grund. Gibt es noch irgendwelche Fragen, die ihr beantwortet haben müsst, bevor ihr eure Entscheidung treffen könnt? Ja. Ja. Eben, du hast ja gesagt, du wohnst noch in Graubünden. Ja. Würde es für dich in Frage kommen, um dort wegzügeln? Nein. Ja, und irgendwie fühle ich mich einfach irgendwie voll hier wohl. So, darum ist also momentan, in den nächsten Jahren, glaube ich, voll nicht. Gut, es ist genug Davos und kurzer Tag. Es reicht langsam. Ihr könnt jetzt gerne üben, um für eure Bedürfnisse einzustehen. Das heisst, ihr könnt die Körperhaltung rein, die man so braucht. So. Ja, genau, so. Und sind wirklich ehrlich, es geht ums Deep Dating. Wir müssen jetzt nicht People Please oder so, sind ehrlich. Ja. Wollt ihr auf ein zweites Date oder nicht? Ich gebe euch eine Red Flag und eine Green Flag in die Hand. Und ich sage 3, 2, 1, tack, entscheiden! Jetzt! Scheiße! Der Grund, warum ich die grüne Fahne aufgekippt habe, war, dass ich wie noch mehr darüber erfahren wollte, wie dass sie so glücklich kann sein in ihrem Heimatort als queere Person. Aber ja, ich denke schlussendlich eben so, es wäre dann schon fast eine Fernbeziehung und das wäre dann schon auch nicht so meins, glaube ich. Ja. Wir würden uns verstehen so als Kollegen, aber so als weitere Menschen glaube ich nicht. Es braucht keine Rechtfertigung, es gibt kein Date, das heisst, es gibt auch kein Online-Update. Auf jeden Fall, wir bleiben dran, wir bringen Liebe in die Schweiz. Hallo! Ich bin's wieder. Mit ganz vielen guten, tollen Vorschlägen, die ich hier habe. Ist das ein Verkaufsgespräch? Auf gar keinen Fall nur eine Empfehlung für dich, damit es dir besser geht in deinem Leben. Weil hier gibt es noch mehr Sendungen. Das Allerbeste ist, auf Play SRF gibt es das noch und nöcher. Ja? You are welcome.